Primarene, die Endentwicklung vom Stadt-Pokémon Rockball, ist das Pokémon des heutigen Moveset-Guides. Und wir gucken uns mal an, was Primarene so kann, wie man spielt, was die Schwächen sind, was die Stärken sind, wo die guten Stats versteckt sind. Und wir gucken gleich mal auf Ersteres oder Letzteres, besser gesagt auf die Stats. Und zwar haben wir eine KP-Base von 80, ist im Mittelfeld ziemlich gut, Angriff von 74 braucht niemand, Leute, die braucht einfach niemand. Verteidigung von 74 kann man auch noch halbwegs nutzen. Einen Spezialangriff von 126 und hier liegt der große Pluspunkt von Primarene, denn das hat nämlich einen ordentlichen Spezialangriff. Mit 126 kann es ordentlich Damage drücken, gerade mit Wildglas. Dann Spezialverteidigung von 116, auch ziemlich solide, kann man sehr, sehr gut nehmen. Und die Initiative von 60 ist eher so im unteren Mittelfeld, muss ich so sagen, wie es ist. Bei den Schwächen und Resistenzen haben wir eine Resistenz gegen Drache, das kommt vom Wasser Feen-Typing. Wir bekommen halben Schaden von Wasser, Eis, Feuer, Käfer, Kampf und Unleash-Attacken. Ist ziemlich solide, Wasser-Feuer-Attacken sind relativ häufig, genauso wie Eis. Käfer, Kampf und Unlicht ist so mittelmäßig oft gesehen. Und unsere Schwächen sind Gift, Elektro und Pflanzenattacken ist nicht so gut, denn Elektro-Pokémon sind ziemlich stark in Gen 7, gerade mit Karporiki. Und Gift-Pokémon kommen auch relativ häufig vor, um etwas gegen die ganzen bösen Feen zu haben. Aber was spielt man denn jetzt mit Primarene oder wie spielt man jetzt Primarene? Also gesagt, das ist jetzt die große Frage und ich habe zwei Sets rausgesucht, nämlich zum einen die Offensivweste, Fähigkeit Sturzbach, die EVs sind 252 auf KP, 252 auf die Verteidigung, 4 Spezialverteidigung, Wesen ist kühn, wir wollen also möglichst viel tanken, möglichst lange auf dem Feld bleiben und mit 126 Base Spezialangriff können wir auch ordentlich austeilen an und für sich. Wir spielen das Ganze mit Siedewasser, ganz klar, wir wollen den Blonde, wir wollen physische Attacker gleich verbrennen, die Psychokinese als Coverage gegen die ganzen bösen Gift-Pokémon. Eisstrahl ganz klar als Coverage gegen Pflanzen-Pokémon und die Mundgewalt als starken Step, ganz klar, um Drachen-Pokémon im besten Fall zu besiegen, die uns gegenüberstehen. Und da haben wir noch ein Set mit Wildglas, das ist logischerweise, um sehr viel Damage zu drücken. Wieder mit Fähigkeit Glutzbach. EVs auf Max Spezialverteidigung, Max Spezialangriff. Könnt ihr euch auch mit Max Init spielen, könnt ihr mit Max HP spielen, um das Ganze bulky zu machen. Müsst ihr dann entscheiden, aber Max Spezialangriff muss halt echt sein, damit ihr richtig schön Damage drücken könnt. Das Ganze wieder mäßig, könnt ihr das Siedewasser spielen, ihr könnt auch Hydropumpe spielen alternativ, ist auch eine Option, der macht natürlich sehr viel mehr Schaden. Ist etwas ungenauer, ihr könnt keinen Burn kriegen von Hydropumpe, also überlegt euch hier, was ihr spielt. Psychokinese, Eisstrahl und Mondgewalt wie im anderen Set genauso. Also ist bloß der EV-Spiel und das Item anders. Und das sind meine Primarena-Sets. Wie spielt ihr Primarena? Ich nutze es relativ selten, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es ziemlich cool ist, obwohl es auch ziemlich stark ist, gerade mit Wildglas kann es ordentlich Damage drücken, richtig schöne, krasse Löcher in Teams reißen vom Gegner. Und ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte ein kleines Däumchen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Guide und das auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.